Ja, willkommen bei einer neuen Ausgabe vom Speedchecker. Hallo. Sehr geiler Name. Das ist eine Karamellcreme und die wollten wir in dieser Ausgabe mal testen. Eine Karamellcreme, wieder einmal, und diesmal Karamell mit Kardamom. Verfeinert mit Meersalz. Und stammen tut das hier von Mainz Fancy Foods. Mainz Fancy Foods. Also nicht Mainz, wir singen und lachen, sondern Mainz. Ja, Fancy Foods. Eine kleine Firma, ich weiß gar nicht, ob die so klein sind. Also eine Firma, irgendwas aus Hamburg. Steht was drauf. Und verspricht hier. Also Kardamom. Geschmack in Karamell. Und das in einer kleinen Glasdose. Das pieße ich auf, doch. Hui! Also, Multikardamom, keine Ahnung. Also, nicht jeder mag Kardamom. Ich trinke sehr gerne schwarzen Tee mit Kardamom. Das ist so eine türkische oder arabisch, keine Ahnung, Mischung, die ich also beim Türken was kaufe. Tee, schwarzer Tee mit Kardamom. Totaler Himmel, total geil, super gut. Und das ist jetzt hier Karamellcreme mit Kardamom. Von einer Firma, die sich Mainz Fancy Foods nennt. Fancy Foods ist also auch super gut, guter Name. So, das jetzt, das läuft mir immer aus dem Glas, also wenn ich das hier so weitermache. Und riechen tut das deutlich nach Kardamom. Also Kardamom ist schon ein ziemlich eigenwilliger Geschmack. Also das ist so ein, der ist schon relativ herbe, wie ich finde. Das hat nichts mit Paprika oder Pfeffer zu tun. Also das ist wirklich so ein eigener, wirklich eigenwilliger Geschmack. Und ich weiß, dass manche Leute das überhaupt nicht abkönnen. Ich mag das total gerne und da kann ich auch meine Nase vollkommen lange reinhalten. Riecht also nicht so süß. Also manche Karamellcremes hauen einem so die Süße auch ins Gesicht. Und das macht überhaupt nicht. Geile Konsistenz. Das läuft mir also auch hier so runter. Alter Schwede. Der ist strange. So. Ungewöhnliche Süßigkeiten, das ist mein Motto. Und das ist ungewöhnlich. Das ist nicht eine normale Karamellcreme. Aber wir hatten jetzt schon bei einigen ja schon im Programm. Das hier ist eine geile Idee. Kardamom zu mischen mit Karamell. Ist da noch Zimt drin? Aha, bin gut, ne? Bisschen Zimt. Es ist auch salzig. Also der Salzgeschmack schmeckt man deutlich raus. Es ist ein sehr nicht zu süßer Karamell-Brotaufstrich. Oder irgendwas anderes Aufstrich. Sehr markanter Kardamom-Geschmack. Also das ist wirklich, diese Kombination führt dazu, dass es ein neues Produkt ist. Das ist ein, wie ich finde, hat kaum noch was mit Karamellcreme zu tun. Wenn man jetzt Kardamom vorher noch nicht probiert hat, würde sagen, wow, was ist denn das für ein Geschmack? Total Hammer. Auch diese Meersalzkonzentration da drin führt dazu, dass wirklich alle Geschmacksknospen in der Zunge aktiviert werden. Läuft einem das Wasser im Mund zusammen. So ein bisschen salzig, sehr. Natürlich auch sehr süß, klar, aber nicht so BAM! Kardamom, so rauchig würde ich das nicht nennen. Herb vielleicht, ja. Wow, also mein Fancy Foods. Ich werde mir mal eure Website anschauen. Das sieht schon mal sehr cool aus. Also, so sieht es von oben aus. So von der Seite. Sure. So von der Seite. Mein Fancy Foods, Karamell mit Kardamom. Ein Brotaufstrich, eine Karamellcreme. Sehr lecker. So, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Like nicht vergessen und eure Kommentare will ich sehen, okay? Tschüss.